Noch machen wir Ausrufezeichen Commands. Sofern die Ninja Potato noch da ist, müssten dann eigentlich. Ist die Ninja Potato da? Ich habe nicht, gar nicht geguckt. Moment, Liste. Die Ninja Potato existiert, ja. Dann einfach rechtsklick. Ne, was? Ach, was will ich von rechtsklick? Ausrufezeichen Commands. Dann spuckt dir die Ninja Potato aus, was du wissen willst. So, jetzt sind hier aber noch ein Block 6 Ingots drin. Die 6 Ingots werden mir das gleich ein bisschen killen, ne? Na gut. Genau, so. Jetzt wieder Konzentration. Ich wollte. Naja, du sagtest zwar Wasserrad ist gut, aber wenn ich hier Stahl brauche. Dann gehen wir halt doch auf Windmühle. Windmill Blade. Windmill Blade. Treated wood, treated stick, treat, 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 treat. Okay. Hier kurzes Essen. Ne, das. Wo habe ich denn. Ne, das habe ich noch dabei, ne? Okay. Aber ich habe noch irgendwo Sticks rumfliegen. Hier nicht. Aber hier. Ne, Moment, was ist das richtig rum? Genau, andersrum. Naja, fast. Ich hatte die Form richtig, aber. Ich brauche 4 Stück. Und dann habe ich eins davon. Und dafür brauche ich aber auch 4. Nee, Moment. Für das hier brauche ich 4 Stück. Nee, passt. Fertig. Ja, gut. Davon eigentlich einfach noch 4. So. 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 Jetzt aber. Falsch. Der hier. So. 1, 2, 3, 4. Eisen. Eisen. Blades. Gut. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Ich nehme so ein Kinetic Dynamo, klatsch den hin. Und da klatsche ich dann die Windmill dran, oder? Sehe ich das richtig? Und vermutlich braucht das Ding Platz, weil die Windmill ist garantiert nicht sehr klein. Warte mal, ich habe das da irgendwo ein Bild mal gesehen. War das hier auf der Seite? Jo. Das ist wirklich nicht klein, das ist ganz schön groß. Alter Schwede. Ja, gut. Ja, ich muss unbedingt irgendwann mal auch ein Dach hin machen. Brauche ich denn meine Windmühlen hin? Brauche ich das hier? Irgendwo auf dem Hügel wäre eigentlich ganz witzig. Vielleicht hier so. Holz mal da ein bisschen ab. Windmühlen drauf. Ich brauche immer wieder Holz. Mal 2 Fliegen mit einer Klappe. Holz kloppen. Und Platz schaffen. So. Dup, dup. Die Maschinen von Immersus sind alle recht groß. Ja, gut. Da wird es halt ein großer Windpark mit viel Platz. So, bin ich denn. Ach Gott, hier ist noch ein Baum. Ich hol's mir ja alles ab. Sonst wird das ja nie die Kane hier. So. Und der Baum ist auch im Weg. Man indikiert das nämlich nicht. Schon hier ist der, ne? Tatsache. Okay. Seid ihr jetzt alle am Decay? Nein, da ist noch ein. Und noch ein Baum und noch. Würde mich verarschen. Tiger Woods ist auch hier. Gut. Ist Actual Editions im Pack? Müsste. Glaube ich. Kann kurz nachgucken. Halt, falsche Taste. Nee. Klickt. Na, löschen. Actual. Warte. Actually Editions. Tinkers, Tinkers. Hovercraft. Actually Editions. Ich würde mal sagen, ja. Koffer sagt auch ja. Und Clocks hat gerade mit dem Zusehen begonnen. Hi, Clocks. So. Wird hier jetzt decayed? Es wird hier aber richtig decayed. Der Baum ist übrigens auch weg. Der ist auch so leicht im Weg.
Guten Abend, Glocks. So. Komm, ich mach das jetzt einfach so. Der Hoffnung, dass es... irgendwann decayed. So, jetzt soll es aber decayen, weil es hat keine Verbindung mehr. Clocks is now hosting you. Danke fürs Hosten. Jetzt hätte ich gerne wieder Fast Leaf Decay drin. Bitte warten. Bitte warten. Wie mache ich es am besten? Ich würde es eigentlich gern. Ist es eine Windmühle? Windmühle müsste ein bisschen größer sein. Mache ich das mit dem Holz? Oder mache ich das? Das muss eh erst mit Decay, da kann ich kurz mal auf Reisen gehen. Gibt es hier einen passenden Stein? Ach Gott, was mache ich jetzt? Gib mir mal das Teil hier. Gibt es einen schönen Stein dafür? Damit ich eine Art Säule oder sowas machen kann, das ganz cool ausschaut. Oder sowas. Oder sowas. Das ist, glaube ich, ziemlich clean dafür, dass es ein Kobbel ist, ne? Ja, machen wir es. Jawohl, so toll schaut es irgendwie auch jetzt nicht aus. Bin unzufrieden. Na? Obwohl, nee, das schaut... Gut, ich soll vielleicht immer nur eins zum Testen nehmen und den Rest dann machen, wenn ich damit zufrieden bin. So. So, ne? So war das Ding. Nee, aber ich glaube... Nee, ich glaube, das ist ganz okay. Stimmt, Kabel, danke. Gott, ist fast vergessen. Jo, Kabel, danke. Deswegen habe ich euch. Vielleicht sollte ich öfter streamen. Kann ich so einen Mist nicht vergessen. Achso, ja klar, ich kann schlecht die Chisel ziehen, wenn ich noch im Chisel-Inventar bin. Kabel, Kabel gingen. Wie nochmal? Basic Wiring, das war wahrscheinlich mit denen. Copper Wire. Achso, nee, Copper Wire, das war's. Ich muss nicht mehr tun. Und wahrscheinlich diese Connectors brauche ich, oder? Brauche ich die Connectors? Also erstmal Kabel. Huch, das war jetzt zu viel. Habe ich überhaupt noch Kupfer? Ah ja, dann noch. Okay. Kupfer. Plättig. Ach komm, was soll das Scheiß? So, so, so. Ja, brauche ich, okay. Wie sind die Dinger nochmal? Kupfer, Hardened Clay. Mach ich, Hardened Clay, ging das nochmal? Clay? Nee. Hardened Clay war diese Clay-Blöcke. Was ist denn Standard Hardened Clay? Ist es das hier? Ja. Einfach dieser Clay-Block verbrannt. Okay, ich war mir nicht mehr ganz sicher, deswegen schaue ich lieber nochmal nach. Das ging so, ne? Ich denke, davon werde ich noch in Zukunft mehr brauchen, deswegen machen wir gleich so ein ganzes Dingens. Connector und Kabel. Okay, Copper Wire habe ich. Capacitor habe ich. Dynamo habe ich. Windrad habe ich. Ich will mal kurz den Rest hier los. Das brauche ich fürs Bauen. Dann ein Stick. Da habe ich noch Tiger Woods, kann ich weghauen. Damit rein. Hups, nein, diese Blinker. Damit rein. Kurz mal ein bisschen aufräumen, was hier rumfliegt. So. Hardened Clay waren. Wie habe ich gebraucht? 4. Dann noch 3 Kupfer. Drei Kupfer, 4 Hardened Clay. Okay, gut. Dann gehen wir kurz schlafen. Und bauen es dann auf. Hallo, Caillou. Wie komme ich auf Caillou?
Kuyu Freeze. Willkommen. Das typische Hex. Okay. Dann. Ich weiß gar nicht, wie viel Platz ist denn, brauche ich denn dafür? Das ist jetzt eher das Problem. Ich glaube, ich jetzt halt vielleicht hier am Rand. 1, 2, 3, 4, 5? Reicht es? Ist mir bloß unsicher. Muss ich dann hier den so machen? Gut, jetzt wird es experimentell. Ich habe nämlich keine Ahnung, ne? Ah, bleib bitte da, danke. Okay, jetzt wird es sehr experimentell. Kann ich das jetzt einfach hier so dran klatschen? Aua. Ich glaube, das ist falsch. Das schaut zumindest nicht richtig aus. Okay, 5 sind wir zu wenig. Ich stoße hier an. Okay, ich darf das Ganze nochmal abbauen. Also, was waren das jetzt? 5, ne? Und auf dem 6. war das. Da war die Dynamo. Also, 5 ist schon mal falsch. Kann ich es. Eigentlich kann ich es jetzt nebendran nochmal bauen. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Machen wir noch einen sicherheitshalber 7. Jetzt mache ich mir bloß kurz einen kleinen Weg dahin. Den baue ich hier später wieder ab. Kann ich ganz normal mit der Pickaxe abbauen? Kann ich hier mit der Axt abbauen? Ich will ja nichts kaputt machen. Natürlich fällt es runter. Scheiße. Und dich kann ich so abbauen. Okay. Das wollte ich nicht. Egal, das habe ich dir getan. Mist, ich wurde mal ganz kurz aus. Ich brauche den Bogen gerade eh nicht. Okay. So. Jetzt muss ich da nochmal hoch. Und wieder hochbauen. So. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss es aber auch so rum hinbauen. Für das Loch hier. Oder täuscht das einfach nur? Und wie. Wo sind die Windmühle jetzt hin? Wieso geht das immer so, wenn ich das so hinklatsche? Das verstehe ich nicht. Bitte bleib bei mir, danke. Ich verstehe das nicht. Warte mal. Wenn ich das einfach so mache, dann bin ich. Okay, ich bin im Weg. So schaut's gut aus. Jetzt ist bloß alles im Weg. So, ich werde mich jetzt kurz hier selber einmal malträtieren. Ah, jetzt dreht sich's auch, okay. Ha, so, jetzt müssen wir nochmal wieder hier hochkommen. Again. Das sollte jetzt eigentlich RF erzeugen, tut es nicht. Warum? Es dreht sich. Es dreht sich. Ist verbunden mit dem Kennen. Oder muss es hier oben connected sein mit dem Ding? Wenn ich das mit dem Teil drehen. Desto höher, desto mehr Energie. Das dachte ich mir fast, aber reicht die Höhe gar nicht aus? Ich wollte es ja erstmal nur testen, ob das von der Bauweise her richtig ist. Klar macht es Sinn. Je höher die Windmühle, desto mehr. Oder ist in der Gegend einfach zu viel los? Kann ich das drehen? Hm. Also zeigt halt gar nichts. Das ist 0, 0, 0, gar nichts. Warte mal, ich lese mal kurz nach. Das müsste ja auch so einen internen Speicher haben. Wo ist es denn? Bin ich jetzt bescheuert? Kinetic Dynamo. Bitte haben Sie einen Moment Geduld, die Folge wird bearbeitet. Wo ist das hin? Bin ich bescheuert? Windmill, das ist doch. Doch 0 bis 69 RF bei normalem Wetter, vielleicht Anzeigefehler. Ach, 4 RF, okay. Windmill. 0 bis 69 bei Clean, so wie, bei Clear, so wie jetzt, 4 RF per Tick. Huh. The windmill is used to generate emission when connected to a kinetic dynamo. Habe ich. The amount of energy produced depends on the height of the windmill and if it's raining or not.
Redmond, aber bin ich nicht? Ich bin doch auf Höhe 80 sogar. Dann habe ich ja 12 RF per Tick, theoretisch. Also theoretisch, praktisch auch. Oder was ist, was steht beim Kinetic Dynamo dran irgendwie? Kinetic Block Banner, ne? Using Windmill Watermill or Improved Windmill, right click the Kinetic Dynamo with one of those items, will attach them onto the generator. All sides of the block, excluding the top and bottom sides, can have one of the Kinetic Based Items on them. Ne, das sollte jetzt eigentlich funktionieren. Ne, das sollte so stimmen eigentlich. Weiter zeigt dir nur den Speicher von dem Blocker. Die Dynamos haben keinen Speicher. Ah, okay. Also es funktioniert schon, es ist halt einfach... Ne, okay. Gut, dann machen wir das mal so. Einmal den muss ich dran klatschen und jetzt nehme ich nach und nach die Kabel hier hin, oder? Kabel? Wie mache ich das denn jetzt? Wie geht das jetzt? Nee. Dann mache ich das richtig? Wahrscheinlich nicht, sonst wird es jetzt funktionieren. Wie connecte ich das jetzt? To connect two blocks, simply click the first one with a wire coil, then use the same coil on the second block. The total transfer are between the... Warte mal. Steht Wire Coil. Ich habe ja bloß eine... Moment. Das ist eine Wire Coil. Ach, ich muss es dazu erst machen und dann kann ich sozusagen... Sehe ich das richtig? Ich muss eine Coil daraus machen. Habe ich noch so einen Treated Stick? Stimmt nicht so aus. Ach doch, einen habe ich noch. Irgendwie Angst, dass ich mir gleich den Kopf stoß. So, jetzt gib mir mal nochmal einen Weg darauf. Und jetzt hätte ich gern den Capacitor einfach mal hier unten stehen. Linking. Achso, ah, Moment. Ich brauche ja noch einen. Okay. Und jetzt wird das hier ach, das ist nice, okay. Okay. Es funktioniert. Schaut irgendwie cool aus, muss ich schon sagen, ne? Hat was. Moment, gehen wir ein bisschen weiter weg. Schaut das von der Entfernung aus? Ne, das ist schon cool. Kann man mal machen, würde ich sagen. Moment, kurzer Lärm. Muss ich das mal umsetzen, ich bin irgendwie runtergerutscht. Warte mal, bin ich noch online? Hallo? Bin ich online? Ne, doch, ich sollte... Hä, warum zeigt es mir offline an? Das ist seltsam komisch. Ah ne, jetzt da. Hä? Das war gerade ganz seltsam. Twitch hat mir gerade angezeigt, ich sei offline. Okay, jetzt... Ne? Bei mir ja. Okay, ne, ne, gut, gut. Dann passt ja alles. Ich war gerade nur verwirrt. So, jetzt das Problem ist hier halt. Hier habe ich halt jetzt zu wenig Eisen, ne? Kann ich das eigentlich wieder mit einem Hebel ausstellen, wenn das ein Redstone-Signal kriegt? Ne, oder? Jetzt macht es halt wieder die ganze Zeit. Das war mit der Redstone-Glocke ein bisschen einfach. Gut, die hat auch die ganze Zeit geblinkt. Naja, gut. Lass mal das mal. Okay. Was kann ich jetzt eigentlich Lustiges damit machen? Ich habe jetzt RF-Strom. Ups, Herrgott. Was kann ich jetzt damit machen? Also mit dem Strom, das ich jetzt erzeugt habe. Breaker Switch.
Power Generator, gut, das kann ich jetzt transformieren, hochtransformieren und so ein Gedöns. Lightning Rod, was zur Hölle? Ist das eine Tesla-Spule? Okay. Power Spires Generator, ne, da war ich ja gerade. Tools and Simple Machines, jetzt kann ich hier lustige Dinge machen, okay. Oh mein Gott, was zur Hölle ist das? Ach, Conveyor Belts, so, wie heißt's? Fließband. External, was ist ein External Heater? The External Heater does exactly what its name applies. It generates thermal energy from flux when placed next to a normal furnace. This thermal energy will power the furnace. Then if you... Ah, okay, im Prinzip kann ich damit mir aus einer... Dingens... einen Ofen, einen elektrischen Ofen im Prinzip machen, okay. Item Router. Item Router is a block which will accept and return the item and filter path. Press it down and right click it to open the interface. Show six different colors and directions. Coordinated filters. Okay. Left foot, yellow, right hand. Okay. I don't know, turntables. Was würden sich hier lohnen? Was sind denn die Ear Defenders? Wow. Ohrschützer. Der gut. Und kann man mal machen. Okay. Wow. Einfach nur, weil es lautes Zeug gibt. Okay. Da bin ich wieder, hatte gerade Internetprobleme. Ja, Bibi. Was geht ab? Dinge gehen ab. Die Windmühle geht ab, würde ich mal sagen. Aber ich würde sagen, es wird, ist wieder selber schlafen gegangen. Draußen geht sonst die Post ab. Also zumindest mit den Monstern. Ich finde das, so unglaublich geil. Ich könnte, glaube ich, den ganzen Tag zuschauen. Weil es so cool ausschaut. Wie schnell fühlt sich das eigentlich? Wie voll ist das jetzt? Oh, doch, ganz schön schnell. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ah, gut, es ist auch wahrscheinlich ein Low Voltage Capacitor. Das heißt, da passt nicht so viel rein. Was heißt denn das? KIF Kiloflux wahrscheinlich? Was hat das Design? Wahrscheinlich schätzungsweise 100 ungefähr. Kann ich das auch irgendwie zutrafen im Interface? Ne, schaut nicht so aus. Okay, schade. Das sieht cool aus, okay. Habe ich eine eigene Kiste? Soll ich eine eigene Kiste für das Ganze? Ja, wahrscheinlich schon, oder? Aber ich werfe erstmal das Werkzeug los. Hammer, Hammer, Chisel hierhin. So, dann kann ich das Buch aufräumen. Kann ich das jetzt eigentlich so rausnehmen? Nein, immer noch nicht. Bildschirmschoner, die Windmühle. Ja, ich stelle mich jetzt dahin, nehme einen kleinen Clip auf und mache das an das Bildschirmschoner in Zukunft. Und dann hocke ich nur noch vor meinem PC und schaue mir dieses... Nein, das mache ich nicht. Habe ich noch eine Kiste übrig? Ich habe sogar vier Kisten übrig. Ich hätte hier oben noch ein bisschen Platz für den Immersive Stuff. Ich muss sagen, das ist eigentlich ganz cool, vor allem auch mit der Coil. Wie weit geht denn die eigentlich? 1000. Was heißt 1000? Warum 1000? Warum zeigt mir Twitch schon wieder an, dass ich angeblich offline wäre, obwohl ich es nicht bin? Dann falsch. So. Meine Mission war es jetzt eigentlich, das Ding hier fertig zu stellen. 8000 K Kilo, jetzt da. Danke. Willst du Refined Storage machen oder Applied Logistics? Ja. Möchte ich auf jeden Fall machen. Aber ich glaube, mir fehlt für Applied Logistics fehlt mir, glaube ich, noch ein bisschen das Stuff, weil, oh, doch, ich habe schon 45 Zetos Quarz, habe ich gar nicht so richtig mitgekriegt. 16 Blöcke, glaubst du? 8, 16, 32, achso, die einzelnen Stufen, okay. Für die Coil. Wie brauche ich denn dafür? Ich hab das neue Applied Logistics noch nie gemacht. Energy Cells. Ich weiß nämlich gar nicht, wie viel.
Ich weiß nämlich auch nicht, wie das System funktioniert, muss ich ehrlich sagen. Da ich nur das alte Adblade Energy Sticks kenne, aber die Items schauen eigentlich irgendwie gleich aus. Gut, das braucht man ja nicht zwingend. Okay, das kann ich zum Beispiel nicht. Formation Core. Gut, das sind jetzt Waffen. Capacity Card sagt mir jetzt gerade auch nichts. Gut, diese Dinger kenne ich. Gut, und das Quarz-Ding, das kenne ich ja auch noch vom. Die Mühle. Oder das war doch die. Da ja, der Grindstone. Ja, das ist die Mühle. Die Energy Cells. Kann ich die. Die kann ich mit. Kann ich die mit RF betreiben schon, gell? Mr. Bushin, okay. Ist Refined Storage nicht drin? Ist meiner nach billiger als AE. Warte. Das kann man gleich rausfinden. Refined. Also. Storage, ob es das haben oder so eine Storage. Weiß nicht. Was ist das? Draconic Evolution. Nope. Wenn ich das allgemein Storage eingebe, was kommt da alles so raus? Actual Editions. Actually Editions, Entschuldigung. Applied Energistics, ja gut, das kenne ich ja alles. Crafting Storages, das kenne ich. Gut, das kenne ich halt von früher, aber halt die alte Version. Ich habe von der neuen Version noch nie gebaut, aber ich habe auf jeden Fall schon mal gesehen, dass das doch ein bisschen komplizierter ist. Ah doch, da, Refined Storage. Das ist doch. Fluid Storage Block. Also gibt es die Mod hier doch, warum hat es das dann vorher nicht gefunden? Warte mal, add, refined, warte mal, wenn ich es nur so mache, refined relocations, ah genau, da habe ich jetzt alles drin. Okay, nö, nicht drin, ah doch, ja, Speed Upgrade, das hier meinst du, das schaut eigentlich wirklich aus, also vom Grundding an sehr, hier mit diesen Storage Parts und so, erinnert mich auch wieder stark an, Disk Manipulator, hört mich stark an, den ganz, Applet Chistics, sonst alte ich. Gut, ich weiß nicht, wie es funktioniert. Das, was jetzt Applet Chistics ist, das schaut teilweise auch immer noch so aus, von den einzelnen Items wie das alte, aber ich weiß nicht, ne? Ist auch fast dasselbe. Ah, okay. Also wie das, also Refined Storage ist so wie das alte Applet Chistics, habe ich das richtig verstanden? Ich brauche aber trotzdem wahrscheinlich mehr Zertus Quartz, wenn ich mir überlege, wie viel. Dass ich relativ viel immer brauchte für ne? Das alte Blatt Energy Sticks. Machen wir es mal so. Ich werde auf jeden Fall mehr Rohstoffe brauchen, weil, wenn ich mich recht überlege, ich glaube, es brauchte auch ziemlich viel Redstone und Gold. Gold, ne? Kupfer. Kupfer weiß ich gerade gar nicht mehr, aber Gold war ziemlich intensiv. Redstone intensiv war es auch. Gut, Eisen habe ich wirklich viel. Warte mal, wie viel Eisen habe ich inzwischen? Naja, naja, okay. Irgendwie ja, aber irgendwie auch nein. Oder wie jetzt? Also es geht in die Richtung. Formulieren wir es mal so. Klar, es wird wahrscheinlich seine Eigenheiten haben, aber ich gehe jetzt erstmal ein bisschen Stuff farmen, weil ich das, was ich habe, wird garantiert nicht reichen. Spielst du eigentlich Singleplayer oder Multiplayer? Das hier ist gerade meine Singleplayer-Welt. Hallo Zombie. Ist nicht auf einem Server drauf. Also, darauf zurückzukommen, Singleplayer. Ach Gott. Hatte ich jetzt noch einen Weg oder habe ich mich jetzt einfach unten einfach noch blöd durchgegraben? Ich glaube, ich habe mich noch blöd durchgegraben, ne? Weil dann würde ich mir vielleicht doch eine neue Höhle suchen. Achso, was mache ich hier eigentlich? Ich kann einfach den Wasserfall hier nehmen. Hier lang. Flipp. Hä, was hängt denn da? Ach nein, das ist ja noch ein. Ich dachte, hier hängt Efeu, aber nein, ich habe ja Erz übersehen. Beziehungsweise, apropos Erz übersehen, ich habe ja sowieso noch ziemlich viel hier rumfliegen. Gott. Ich weiß, es ist nur Kohle, aber trotzdem. Wenn die Kohle nicht eher, das sind die Diamanten nicht wert. Warte mal. Wie ist es daran, dass wir Craft drauf geht's? Geht das noch mit der Diamantenproduktion? Gibt's das noch? Wurde es rausgenommen?